So, nach dem kleinen weiteren zusätzlichen Chunkfehler hier werden wir uns mal zackig nach oben graben, denn ich habe nämlich keine Lust hier, oder hätte Lust hier einen Tunnel zu graben, aber mich hat ja die Lava blockiert, das heißt, ich werde mal hier schnell nach oben gehen und muss mal eben so tauschen. So, für mich, ich bin gerade erst aufgestanden, das heißt, ich werde mal eine kurze Zwischenaufnahme machen, bevor ich arbeiten gehe, damit ich mal ein, zwei Folgen am Tag schaffe, sozusagen. Danke, Gravel. So, ich muss mal eben noch das Pad hier drehen. So. Dann geht das direkt wieder weiter. Das Schlimme daran ist, es ist auch mal so weit oben. Also nach oben zu gelangen. Und dabei habe ich eigentlich gar keine Lust. Möchte eigentlich auch nicht, dass mir wieder Gravel auf den Kopf fällt, dass ich hier gleich noch sterbe. So, soll man wieder an der Oberfläche sein. Ich will hoffen, dass ich bis dahin Helligkeit bekomme, sonst schnetzeln wir mal noch beim Monster kaputt. Da habe ich eigentlich ein bisschen Lust drauf, wenn ich mich beeile. Denn es wird gerade Tag, wie man sieht, auf der Uhr. Das ist eigentlich schön, dass ich eine Uhr dabei habe. So. Mein schnell Tau nach oben. So, jetzt müssen eigentlich gleich die letzten Schritte sein. Oder mir kommt Wasser entgegen, weil ich Wasser direkt irgendwie über mir habe. Das kann natürlich auch passieren. Okay, so weit ist es nicht, aber... Das heißt, wir werden uns mal gleich schnell mit dem Schwert ausrüsten und dann mal eben noch ein bisschen... kampfbereit in den Krieg ziehen, bevor ich glaube oben ankomme, explodiert es mir um die Ohren. Aua. So viel Zombie, stirb. So. Auch noch oder was? Na komm her. Noch wer anders? Skelett? Ich habe einfach was an anderem Problem. Ah, du bist doch ein Arsch. Ich bin so schön nach vorne gekickt, aber mir voll ins Gesicht sozusagen. So, noch mehr Zombies. So, ihr Erfahrungspunkten-Schlampen seid ihr. Ihr seid einfach zu killen und bekommt dennoch viel Erfahrungspunkte. In dem Sinne für die Aufwand, für euch ein bisschen jetzt rumzumetzeln. So, wenn wir uns mal leicht in die Richtung begeben nach Hause. IT nach Haus telefonieren, denn ich will eigentlich nur das Bett zum Verbraten. So, ich bin glaube auch auf der richtigen Richtung. Ja, da vorne ist der Wald. Das heißt, wir sind wirklich auf die richtige Richtung. Ich habe noch ein Skelett, was wieder meint, hier morgens hier ein Halligalli zu machen. Gut, dass wir ein paar Äpfel haben. So, jetzt gehe ich durch den kalten Wald hier mal. Was momentan passend zu dieser, zu diesem Monat ist, also März. Das wird irgendwann im April auf jeden Fall passieren, erst dass die Folgen da sind. Denn wenn man so ausrechnet, dass ich ein, zwei Folgen pro Tag mache und eigentlich nur eine versuche immer rauszuhauen, dann ist das eigentlich schon ein guter Aufwand. Das heißt, ich könnte das halbe Jahr nur aufnehmen und müsste das ganze Jahr nur hochladen. Und das würde auch dann super passen. Ich klinge auch leicht verschnupft. Das liegt daran, dass hier noch... eine kalte Jahreszeit bekommen haben. Danke, Spinne, dass ich... gerade am Reden war. Oh, ich treffe Spinnen nie. Ich sterbe gleich eh alle. Und es liegt daran, dass ich halt noch ein bisschen erkältet bin durch die kalte Jahreszeit, die jetzt noch mal reingeschneit ist. Oh. Ey, das ist doch nicht wahr.
Dazu gibt's kein, habe ich keinen Jockey hier. Sind mir noch gefährlicher. Also die reitenden Skelette. So, ein Level gemacht, das ist astrein. So, ich habe jetzt das komplette Texture Pack von... Na, kann ich nicht mal reden, Zombie? Du bist heute der letzte Gegner des Tages. Also ich habe das ganze Texturenpack von dem lieben Gronkh hier einfach rüber kopiert. Das heißt, ich habe auf der 1.2.5 das Minecraft Texturenpack von der 1.4.7. Und das ist das Schöne daran, dass es funktioniert hat. Das Einzige, was das Problem ist, habe ich schon mal gesehen, ist die verschlossene Truhe. Aber ich brauche die ja gar nicht, weil ich die ja nicht benutzen kann. Das heißt, hier die Texturenpack von Nix und irgendwie Emerald und Smaragd irgendwie die Texturen zusammenbekommen. Ich weiß es nicht, wie er es zusammengestellt hat. Der Rest ist reibungslos verlaufen. So, jetzt wollen wir natürlich, zeige ich die Monster ausschalten, brauche ich ja natürlich nicht. So, dann gehen uns hier nicht mehr auf den Keks. Äpfel erstmal hier rein, brauchen natürlich nicht. Dann die Kürbissamen. Müssen wir schauen, was wir so in den Kisten bekommen haben. Hier haben wir nichts. Da haben wir 10 im Digger. Da ist nichts, da ist nichts, da ist nichts, da ist nichts. Faust wie auch nichts und 12 da drin. Das heißt, wir machen erstmal hier die Kiste offen. Natürlich Cobblestone. Und anderen Wirrwarrzeug. So, schmeißen wir hier das Cobblestone rein. Da Sandstein noch. Und Kies. Und die Erde. Ach komm, ich schmeiß jetzt hier das Restleger auch gleich mit rein. Und die Knochen können da unten. Das brauche ich ja hier nicht. Aber das gleich auch mit rein. So, so, so und so. Und den Rest eigentlich nach unten im Keller rein. Oh, tut mir leid. Also Nikolai, der kann hier rein. Ich hätte auch meine Monsterkiste. Genau so sieht's aus. So, 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 Pfeile. Und dann werden wir mal eben das alles raus. So, Erze, die kann gleich da hinten in die Kiste rein. Dann tun wir lagermäßig ein Redstone erstmal hier unten rein. So, 6 Diamanten schon interessant. Das heißt, wir können uns auch irgendwann mal ein Enchantment Table bauen. Dass ich mir ein bisschen die Werkzeuge etc. von den normalen Sachen Enchant und ein bisschen höhere Level bekomme und vielleicht auch mit Glück verzaubern kann. So, ach so, ich habe noch Monsterhände und Flint. Aber erstmal tue ich die ganzen Big Packs hier rein. Ich brauche die Axt nicht mehr. Ich nehme mir vor, selber eine zweite Axt mit. Ein Schwert brauche ich nur noch die Beine hier. Dann habe ich nicht so viele davon. Kann ich in die Kiste eigentlich auch nicht da rein, sondern hier rein. Das Whetstone packen. Ach du, ne, warte mal, ich kann ich eigentlich drin lassen. Ich nehme nur die Fackeln raus. Das heißt, der Rest Whetstone kann auch noch hier rein. Gut, Zombie-Ende können hier mit rein. Flint kann auch hier rein. Dann ist das auch nicht so das Problem. Und hier muss unsere Erzekiste sein. So sieht's aus. Dann kommt das alles da rein. So. Brauchen wir nicht mehr. Aber sonst haben wir es eigentlich nicht. So, dann könnten wir eigentlich... Eigentlich könnten wir was machen. Aber unten eigentlich bin ich noch nicht... Was ist denn eigentlich? Ach so, der... Kisten sind so grün da oben auf der Karte. Ach so, alles klar. Da habe ich mich schon gewundert, was das so ist. So, so viele Millionen sind es ja gar nicht hier. Und mir geht es darum, dass ich eigentlich noch die Seite hier fertig kriege. Und ein paar Leitungen noch habe. 10 Stück brauche ich. Die kann ich eigentlich mal eben schnell machen. Was ist denn da? So, das war nur ein Baum, der mal dazugekommen ist durch die Sichtrichtung. Okay. Ich dachte, da wäre irgendwas lang gerutscht. Schon ein
Paranoid bin ich hier, meine Güte. Fangen wir mal hier vorne irgendwie. Ah, hier ist Cobblestone, dann haben wir hier glaube ich auch Cobblestone. So, da ich 10 Stück brauche, dann brauche ich noch Eisen auf jeden Fall. Stacks sollte ich haben, habe ich. Holz habe ich. Und Redstone brauche ich. Den brauche ich auch. Genau. So, das heißt Redstone. Nehmen wir das auch noch mit. Dann brauche ich immer 10 Pistons. Und zwar Holz noch. Dann brauche ich alles. Dann brauche ich 2, 4. Gut, so viele brauche ich nicht. So, dann ist es das. Dit und Eisen. Dann machen wir 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10. 10 Stück. Dann die Eisenspitzhacken. Habe ich mir jetzt voll verzählt. 1. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. So, so ist das richtig. Und ich brauche noch weitere 4 Stück. Das ist auch genehmigt. Jetzt war das. Oh, wie war das denn? Achso, so, so. Und dann glaube ich unten den Redstone und dann links, rechts. Den Cobblestone, richtig, genau. Den kann ich irgendwie mal raustun. Das heißt, ich kann mal so. Kann direkt immer 2 machen. Gut, dass ich keinen Cobblestone hier unten habe. Also so viele sind es auch gar nicht mehr. So, alles klar, der hat das Feld da nicht mehr richtig. So, so und so ist richtig. So, die letzten. Dann haben wir schon mal da 10 Stück von. Ein Redstone ist übrig, das ist nicht so schlimm. So, wie war das denn? Jetzt glaube ich, aus 4 Stück habe ich immer ein Ding bekommen. Das heißt, ich brauche auch nicht mehr so viele. Einen habe ich glaube noch hier drüben gehabt. Das ist gut. Jetzt brauche ich nur noch einen und dann kann ich halt wieder 12 Leitungen machen. So. Was gibt es denn eigentlich für alle Spawner? Sogar, oh, sogar ein Snowman-Spawner. Alles klar, interessant. Ja gut, sowas kann man halt nicht herstellen. Außer ich habe den Spawner-GUI drin, dass ich die Spawner abbauen kann und umbenennen kann. Aber das ist ja dann Cheaten und das will ich eigentlich nicht. Das ist ja wirklich extrem cheaten. Und daraus wollte ich eigentlich nicht hinauslaufen, dass ich das mache. So, nehmen wir mal hier so eine kaputte Hoe mit. Ach, die Truhe nehmen wir mit, dann können wir gleich... Habe ich noch irgendwo eine Hoe? Hier habe ich keine Hoe rumfliegen. Ich mal hier das alte Werkzeug, was ich nicht mehr brauche, da hinten hin tue. Ne, das ist die Electric Wrench. Ach, hier ist noch die Ho, die kann ich auch mitnehmen, dass ich das da hinten sozusagen habe. Obwohl ich die Electric Ho mitnehme und die eine wieder hier hinten hin tue, dass ich mal, wenn ich die mal nicht mit haben sollte, dann auch hier hinten was habe. Ach, die Türen sind auch anders. Okay, die haben jetzt so ein Fenster wieder drin. Damals hatten die ja wieder das rausgemacht mit dem Fenster. Also ich brauche ja paar Samen. Wie sieht's denn hier aus? Sieht's gut aus? Ah, ich habe noch welche in Reserve. So. Das heißt, wir nehmen mal eben die restlichen auch noch mit. Die nehme ich auch noch. Mal gucken, wo ich die Truhen eigentlich hinpacke. Das ist viel interessanter. Achso, Wasser habe ich jetzt auch nicht. Mist.
Also Wasser müsste ja dann in den Rahmen rein und hier müssten noch Cobblestone rein. Habe ich natürlich auch keine mit. Ich brauche Cobblestone und 2 Eimer Wasser. Und ich könnte die Truhe erstmal hier in die Ecke tun. Hätte die nämlich auch einen Platz und ich hätte immer eine Reserve da auf jeden Fall liegen. Wobei ich eigentlich die Electric Wrench und so manchmal mitnehme. Wenn ich sie brauche. Wenn ich sie brauche, denke ich dran. Und wenn nicht, dann habe ich halt Pech gehabt. So, habe ich jetzt einmal da. 1, 2, die brauche ich auf jeden Fall. Und Cobblestone, habe ich gesagt. Da haben wir ja auch welche von. Oh, was kann man denn wegpacken? Ne, die Fackeln brauche ich gleich. Ich packe erstmal so. So, das wird auch das letzte für heute sein. Denn ich muss mich gleich fertig machen, damit ich auch los kann. Denn sonst würde mein Wecker einfach hier mitten in der Aufnahme klingeln. Und das will ich eigentlich nicht. So, Ballen, 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 Ballen. Zack, zack. So, dann machen wir es noch feiner halber wie immer da hinten. Auch hier Cobblestone hin. Das sieht ein bisschen besser aus, dann ist es einheitlich auf jeder Stelle. Und wir können hier abzapfen Wasser. So, dann spare ich mir mal. Und dann einfach nur zack. Oh, falscher. Den am Ende, der muss bleiben, immer nur der zweite, dann ist das okay. So, ein Eimerchen noch. Okay, noch ein, oder? Ne, das sah jetzt nur so aus, dass ich noch einen bräuchte. So. Und dann am Wasserspalt schön die Wrench einsetzen. Oh, ich habe wieder 1 zu 4 benutzt, verdammt. Habe ich mich schon gewundert, warum ich 11 benutzt habe statt 10. So, so ist es richtig, genau. Und dann aber auch so, damit ich hier an die Leitung komme. Zack. Das passt auch prima. Und dann können die Blockbrecher einfach nur noch dran und dann sind wir damit auch fertig. Das sieht doch prima aus. So. Hier lassen wir noch offen. Weil ich hier zumachen kann und ich komme immer noch erstmal hier dran. Dass ich hier die ganzen Melonenstücke noch abernten kann. Oh, wir müssen unbedingt hinten zum Curry. Ich glaube, ich habe den laufen lassen. Nicht, dass der überläuft. So. Dann mal eben noch. Das ist dann wirklich das allerletzte. Sonst klingelt mein Wecker mitten in der Aufnahme und kann den nicht vorher stoppen. Okay, ich könnte ihn vorher ausmachen, aber ich denke, dass ich dran auf... mich hier loszubegeben. Denn das ist war heute mal Riesenausnahme hier morgens mal was aufzunehmen. Bevor ich arbeite, sonst mache ich eigentlich mal nach Arbeit oder wenn ich Wochenende habe. So 1, 2. Oh, das war jetzt falsch. Da kommt nur ein halber rein und hier kommt auch ein halber rein. Das heißt, ich habe hier 5 und 29.
So, so. Gut, das passt. Hier habe ich 27. Hier habe ich auch noch welche. Schwein, du nervst. Weißt du das? Und dafür... Willst du mal eben sterben, Schwein? Und du, Schwein, darfst auch sterben. Weil ich so ein netter Mensch bin. Oh. Noch... Ey, wo müssen so viele Tiere immer sein? Okay, du bist direkt gestorben. Das ist auch gut. Jetzt sagen alle Hundetöter, Hundetöter. Nein, die gehen mir nur auf den Keks. So, dann würde ich sagen, bis später dann bei der nächsten Aufnahme. Und ich sage jetzt auch nicht meinen Standardspruch, will ich am Ende sagen, denn es geht auch direkt weiter. Ich mache ja auch keinen Cut. Guten Cut mache ich, aber ich bleibe ja direkt bei der Aufnahme weiter. Also, bis dann. Tschüss. Oh, jetzt finde ich die Taste nicht. So, jetzt finde ich sie. Und jetzt, tschüss.